Moin Leute, willkommen beim Hanse Rider. Heute geht's mal wieder in die beste dänische Hauptstadt, die man sich vorstellen kann. Nach Kopenhagen. Genauer gesagt in den Norden nach Bakken. Bakken ist nicht nur irgendein Freizeitpark, sondern er ist unter den vielen ältesten noch existierenden Freizeitparks der Welt tatsächlich der älteste. Eröffnet 1583. Das Jahr, in dem Bayern zusammen mit Spanien Krieg gegen Bonn geführt hat. Kein Scheiß. Wobei, eröffnet ist relativ, denn Bakken war nie geschlossen. Früher war es ein öffentlicher Park und das ist heute auch noch so. Die Rides sind aber nicht ganzjährig in Betrieb. Und da der Park keinen Eintritt kostet, bezahlt man, wenn geöffnet, die Fahrten einzeln oder man kauft sich ein Multi-Ride-Armband, gültig für maximal 10 Fahrten auf jeder Attraktion. Lohnt sich. Bakken ist aber nicht der offizielle Name des Parks, sondern nur die Kurzform von Dürrhausbakken, auf Deutsch Tiergartenhügel. Aber obwohl sie verhältnismäßig schnell sprechen, ist das sogar den Dänen zu lang. Der Park ist nicht sehr groß und trotzdem stehen hier 6 Achterbahnen. Und die ergeben einen coolen Mix aus Classic und Ass-Kick. Lange Rede, kurzer Sinn, genau um diese Coaster soll es in diesem Beitrag gehen. Und ich würde sagen, starten wir doch direkt mit der optisch am aufdringlichsten. Auf geht's! Rutschebane. Die altehrwürdige Rutschebane steht wie eine Kathedrale in der Mitte des Parks. Und sie steht da seit 1932. Grob aufgerundet heißt das ewig. Bis vor ein paar Jahren sind in den Zügen noch Bremser mitgefahren, um zu verhindern, dass der Zug zu schnell wird und aus der Schiene springt. Denn die Räder sichern zwar zu den Seiten ab, aber nicht nach oben. Mittlerweile sind aber alle U-Turns mit Bremsschwertern ausgestattet. Hier hat der technische Fortschritt also nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch ein geiles Feature gekostet. Denn einen Bremser an Bord zu haben, im besten Falle ein Sadist, ist schon eine geile Sache. Die technische Lösung trifft sich aber leider auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es ist schon bezeichnend, dass sich die am schnellsten durchfahrende Kurve auf dem Kabellift befindet. Der hat sich im Laufe der Zeit nämlich dermaßen verzogen, dass eine deutliche S-Kurve entstanden ist. Durch die langsamen Kurven entspricht die Dramaturgie der Fahrt eher einem geilen Blockbuster, der ständig von Werbung unterbrochen wird. Aber so hat man wenigstens genug Zeit, um sich dieses geile Holzspielzeug mal genauer anzusehen. Und das lohnt sich. Die Abfahrten sind teilweise überraschend intensiv und gerade in den hinteren Wagen haben die Beckenbügel hier und da durchaus eine spürbare Daseinsberechtigung. Denkt man gar nicht, wenn man nur davor steht. Wenngleich der große Schlag-Airtime natürlich ausbleibt, aber das erwartet in dem Alter ja auch keiner. Mit seiner Oma geht man ja auch eher in den Zoo und nicht in die Trampolinhalle. Die Rutschebane in Bakken vereint Spaß und Geschichte in einem Holzbaukasten und ist für mich der Star auf dem Hügel. Optisch ist die Bahn auf jeden Fall das, was Bakken ausmacht. Geiles Teil. Jo, weiter geht's mit Mine Train Ulven. Grob übersetzt, Minenbahn der Wolf. Aber der Name ist schon ein bisschen weit hergeholt. Denn wenn man ihn mit der optischen Gestaltung vergleicht, dann fällt auf, Train, jo, Ulven, nö. Kein guter Schnitt. Trotzdem ist das für mich eine hammergeile Bahn. Intermin hat hier ein kompaktes und intensives Layout ins Gebüsch gewurstet. Vom Typ her ist Mine Train Ulven ein Family Coaster. Aber wenn man es genau nimmt, dann ist es schon eher Taron für Einsteiger mit Kettenlift. Aber das ist noch längst nicht alles. Wer sich beispielsweise vorgenommen hat, mehr Bio zu essen, dem empfehle ich unbedingt eine Fahrt auf Mine Train Ulven. Denn wenn man hier nicht aufpasst, dann hat man bereits nach einer Fahrt schon die Schnauze voll. Blattwerk. Denn man könnte hier schon mal wieder die Botanik zurechtstutzen. Aber dafür müsste man die Fahrgäste mit Kettensägen ausstatten und das ist keine gute Idee. Also bleibt es, was es ist. Eine geile Bahn mit fragwürdigem Lichtraumprofil. Mine Train Ulven. Der nächste Coaster auf meiner Liste ist Racing. Wer im Freizeitpark Ploen Silvermine vermisst, der kann in Bakken zumindest die Fahrt noch erleben. Denn hier steht die baugleiche Bahn. Allerdings thematisiert nach Vehikeln der 50er Jahre. Aus der Zeit stammt übrigens auch der Staub an der Deko, was das Thema nochmal unkonventionell unterstreicht. Die putzen anscheinend erst ab 13 Uhr nachts. Sieht scheiße aus, ist aber eine schöne Bahn. Klingt komisch, aber da muss man schon unterscheiden. Denn nichts, was scheiße aussieht, ist dadurch auch hässlich. Schönheit ist halt kein Anblick, sondern ein Gefühl. Und auf dem fragilen Gestänge von Racing fährt es sich echt super.
eine Sitzposition wie in einem Lokflum auf einer Grundfläche von ca. 4 Tischkickern und trotzdem mit ordentlich viel Strecke. Ja, hier wurde jeder Zentimeter genutzt. Im Gegensatz zur Rutschebahn kommen hier noch immer menschliche Bremser zum Einsatz. Allerdings befinden sie sich außerhalb der Wagen und die Bremse sich an einer sinnvollen Stelle, nämlich am Ende. Die Bahn wird handgestoppt wie die olympischen 100 Meter 1960. Mein Fazit: Vom Ei habe ich schon mal Gelberes gesehen, aber das Teil macht echt Laune. Racing. Kommen wir nun zum Coaster, den man leicht übersehen kann, denn er ist der kleinste im Park und er steht etwas abseits. Mariehönnen, die Marienkäferbahn. In Backen nur echt mit der Winkelpause auf dem Lift. Fun Fact: Marienkäfer gibt es auch in Amerika, aber da heißen sie natürlich nicht Marienkäfer, sondern US Marine Käfer. Aber das nur nebenbei. Im Grunde ist das Layout von Mariehönnen nur ein krummer Kreis. Also variiert das gefühlte Fahrerlebnis je nachdem, ob ihr außen oder innen sitzt. Außen habt ihr am Ende in derselben Fahrzeit mehr Strecke zurückgelegt. Ihr seid also schneller. Wer denkt, das sei Blödsinn, der kann sich ja mal mit der Relativitätstheorie befassen. Zur Fahrt selbst kann ich gar nicht so viel sagen, wobei, könnte ich schon. Aber ich bin da wirklich nicht das qualifizierte Zielpublikum. Das ist nämlich ausgesprochen jung. G-Kräfte stehen hier eher für G-Brabbel und G-Sabba. Die Fahrt ist dementsprechend niedlich, aber die Strecke ansprechend gestaltet. Neben Mindtrain Ulven ist Mariehönnen die einzige Achterbahn in Backen, die in das Gelände eingebettet ist und optisch mit der gegebenen Vegetation spielt. Und das in einem Freizeitpark, der sich in einem Naturpark befindet und ganze 6 Coaster hat. Ja, das muss man erstmal unterbieten. So viel dazu. Kommen wir nun ganz kurz zu der Wilden Maus mit dem Namen Den Wilde Mus. Was so viel heißt wie die Wilde Maus. Nach der Fahrt denkt man sich auch, durchaus, eine wilde Maus. Halt ein sehr laterales Vergnügen. Der eingehauste und vernebelte Lift ist ein cooles Feature auf dem altbekannten Layout. Die Gestaltung ist einzig, aber recht artig und die Bahn fährt sich sehr ordentlich. Hält genau, was sie verspricht. Denn wilde Mus. Wer bis hierhin mitgezählt hat, der weiß, eine Bahn fehlt noch. Aber das ist auch eine der spannendsten. Nämlich Tornado. Viel ist von außen nicht zu erkennen, denn der große Teil der Fahrt verläuft in einem Gebäude, das von außen aussieht wie eine Scheune, durch die ein Tornado wütet. Thematisch vollkommen nachvollziehbar. Von innen ist sie gar nicht thematisiert, aber das wäre auch vergebene Liebesmüh. Denn während man durch das Layout ballert, hat man eh keine Augen für die Umgebung. Ich meine, wenn man einen Bungee-Sprung vom Hochhaus macht, dann kontrolliert man ja auch nicht, ob die Fenster geputzt sind. Der Lift von Tornado ist gleichzeitig ein Launch und schießt einen ansatzlos in das menschenverachtend geile Layout, das einem schon ordentlich den Zimt aus der Schnecke zieht. Die Fahrt lebt dann von kurzen Verschnaufpausen, die keine sind, und schlagartigen Stürzen und unten geht es dann jedes Mal übelst ab. Genaueres kann ich allerdings nicht sagen, denn wer die Fahrt hinterher noch nacherzählen kann, der hat sie eigentlich nicht erlebt. Ist schon ein bisschen krank. Die Bahn ist extrem genug, die könnte auch im Lach- und Spaßland stehen. Auf jeden Fall eine der krassesten Achterbahnfahrten auf meiner Vita. Und die Bahn macht so viel Fun, dass das Thema eigentlich schon verfehlt ist. Denn ein Tornado, der Spaß macht, ist schon sehr unrealistisch. Egal. Nicht sanft, aber hart. Tornado. So, das waren sie, die 6 Coaster in Backen. Ein sehr interessantes Line-up, wie ich finde. Vom Füllcoaster bis Fick die Henne ist alles dabei. Auch darüber hinaus gibt es hier an sich alles, was man braucht. Allerdings reden wir hierbei von teils gehobenem und teils gruseligem Kirmesniveau, mit teils erschreckend kurzen Fahrzeiten. Trotzdem hat Backen ein Flair, das mir sehr gefällt. In der Regel reicht ein halber Tag, um alles zu schaffen, aber wenn man den ganzen Tag hier verbringen muss, man kann es verkraften. Will man allerdings auch alles essen, würde ich etwa eine Woche einplanen, denn zu essen gibt es hier genug. Der Park scheint ein wenig, als wäre er irgendwann in der Zeit stehen geblieben und hätte den Sprung in die Moderne verpasst. Aber warum auch nicht? Backen ist, so wie er ist, nicht nur der zweitbestbesuchte Park in Kopenhagen, sondern auch in Dänemark. Und man sagt ja nicht umsonst, never win a changing system. Oder so. Für mich ein Must-Visit in Kopenhagen. Backen. Ciao.